Hallo, liebe Pico-Freunde, ich wollte Sie heute recht herzlich begrüßen. 2 Tage vor unserem Tag der offenen Tür, am 18. Juni diesen Jahres, also am Samstag in 2 Tagen, zu dem ich Sie ganz herzlich nochmal einladen wollte. Vielleicht haben Sie ja Zeit, vielleicht wissen Sie noch nicht, was Sie vorhaben, oder Sie haben schon längst geplant und kommen, aber auch die, die sich noch nicht entschieden haben, herzlich willkommen zu unserem Tag der offenen Tür. Ich wollte Ihnen heute mal kurz einen Einblick geben, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute noch so alles tun. Sie sind also heftig dabei, die Vorbereitungen zu machen für den Samstag. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein für Sie. Einfach mal einen Blick hinter die Kulissen. Ich habe den Eindruck gehabt, sind alle gut drauf, sind alle richtig kräftig dabei. Es macht viel Spaß und jeder ist schon gespannt auf den Tag, um Ihnen einfach unsere Firma vorzustellen. Wir sind ja alle stolz drauf und ich glaube, dass das auch wieder gut rüberkommen kann. Wir gehen jetzt kurz durch den Betrieb. Ich zeige Ihnen das mal alles. Ich wünsche Ihnen einen schönen Rundgang, gute Informationen und ich würde mich dann freuen, wenn wir uns am Samstag eben alle gesund wiedersehen. Also dann viel Spaß. Wir gehen jetzt mal durch. Wie man hört, also noch kräftig dabei, die Sonnendächer für den Eingang vorzubereiten. Es soll ja sehr warm werden am Wochenende. Und hier sehen Sie schon mal den Pico Flagship Store von außen. Es ist fast alles rechtzeitig fertig geworden, außer natürlich die Inneneinrichtung. Aber das werden Sie gleich sehen. Hier sind die Aufbauarbeiten für die Gartenbahn-Spielfläche. Morgen, die Herren. Und? Morgen, Herr Rückgaste. So machen wir ohne Mulch. Ja? Ach, das kommt noch. Aber gut, dass Sie da einen Teppich drunter gelegt haben. Dann können die mit den Klemmbausteinen besser arbeiten. Ja? Okay, prima. Herr Cossate, hallo. Und? Wird alles schön aufgebaut? Für die, das ist die Tombola hier, hm? Okay, prima. Dann gehen wir mal hinein in die gute Stube, die etwas umgebaut ist. Hier ist der frühere Eingang in den ehemaligen Betriebsmittelbau. Herr Obenhaus! Hallo. So, und hier geht es jetzt zum Pico Flagship Store rein, der eben von der Inneneinrichtung noch nicht fertig ist. Und hier gibt es den Aufbau für die zweite Wahl. Morgen die Damen und die Herren, oder die Dame und die Herren. Und? Wie sieht's aus? Schön. Ja, so eine schöne Fläche hier. Toll. Gut. Viele G-Artikel haben wir da. Haben Sie wohl ziemlich viel Ausschuss produziert, die Herrschaften? Nein, nein, nein. Nein? Wir wollen ja auch was Attraktives anbieten. Was? Wir wollen ja auch was Attraktives anbieten. Okay. Genau. Schön. Also schöne Startsätze zwischen schöner Wahl. Okay. Na prima, dann schauen wir mal, ob alles weg ist am Toft. Okay. Viel Erfolg noch. Ciao. So, dann gehen wir mal. Hallo. Dann schauen wir mal, wie es in der Spritzerei ausschaut. Hier ist der neue Betriebsmittelbau. Die Damen und die Herren, hallo. Und hier kommen wir jetzt zu den sogenannten Oldies. Auch schon alles aufgebaut. Oh, gibt es auch viele G-Artikel. Toll. Dann wieder die Schütten mit den Altbeständen. Die Damen und die Herren, hallo. Und alles im Griff, Herr Masi? Sie? Alles im Griff? Sie kämpfen. Schön. Hallo, Frau Becker. Vor dem Stand fehlt ja hier noch die Anlage, aber die kommt jetzt auch gleich. Und dann fahren wir mal hinter in die. Aha, da sind schon die Anlagen. Herr Freitag, Herr Bayer, hallo.
Was sieht toll aus? Gleise, schade, dass sie noch nicht stehen. Welche? Die roten. Was? Die roten Gleise hier vorne. Ach so, ja, die haben sie. Warum haben sie die nicht eingebaut heute? Schon, wir brauchen die 3 Meter Holz. Aha. Also es geht um die roten Stelen, die vorne beim Pico Flex Chip Store reinkommen. Wo stehen die? Aha, okay, schauen wir es mal an. Also es wurde gerade über die Stelen gesprochen, das sind rote Gleise, die wir haben rot eloxieren lassen. Und die sollen dann beim Pico Flex Chip Store auf der Rampe als Abgrenzung eingebaut werden. Das sieht ja richtig toll aus. Na gut, also dann fahren wir wieder rein. Ist ein bisschen schwierig, mit meinem E-Roller jetzt das filmen zu können. Alles, aber es klappt ja ganz gut. Upp. So toll ist der Untergrund nicht. Schauen wir mal, was die Jungs da draußen machen. Die bauen die ganzen Bänke auf. Hallo, die Herren. Ja, kriegen sie alles geregelt hier? Schön, fein. Und jetzt setzen wir mal unseren Weg fort zur ersten Wahl. Hier wird Pico Arcleister noch aufgebaut. Hier kommen wir vorbei an der. Oh, er wird noch geschmalert. Hallo? Herr Bayer kontrolliert alles. Oh, hier bauen wir jetzt Geh auf. Hm? Die Damen und der Herr, hallo, sehen ein bisschen chaotisch aus. Nein, okay, ja, richtig viel Ware kommt da rein, meine Güte. Schon noch ein bisschen Arbeit hier. Und hier geht es zum Festsaal. Hallo, da Kaffeetafel wird schon aufgebaut. Hier kommt dann der Festsaal rein, wird gerade noch geputzt. Und Sie haben alles schon im Griff hier? Super. Herr Freund, hallo. Hier gibt es dann den individuellen Druck. Die Dame und die Herren bereiten alles vor. Herr Herold. Und? Klappt alles? Ja. Okay, sehr schön. Prima. Gut, und dann wollen wir mal hinter zur ersten Wahl fahren. Ach, hier kommen dann die Clubs rein mit den Anlagen. Und da hinten ist unsere große Anlage, die haben sie wieder instand gesetzt, läuft. Ah, sind sie wohl noch am Aufbauen. Schön. Gut. Wie sieht es aus in der Montage? Frau Schwarz, hallo. Ah, hier schon aufgebaut. Sehr schön. Grüß Gott, die Damen. Schon alles vorbereitet. Sehr schön. Auch hier. Morgen. Ja. Und, Frau Rüger, alles im Griff? Ja, alles am Laufen. Prima. Die Damen, hallo. Wiedersehen. So, und dann geht es hinter in Versand, wo wir dieses Jahr die erste Wahl und die Ersatzteile aufbauen werden. Ah, die Damen, hallo. Das sieht ja schon richtig gut hier aus. Hallo. Herr Niefang, hallo. Ich habe eine Kriegsverletzung hier. Kriegsverletzung? Ja. Aber das sieht doch richtig professionell aus. Und da haben sie noch ein zweites Regal davor gestellt, dass man nicht reingreifen kann. Sehr schön. Super. Prima, prima.
Ist ja wirklich eindrucksvoll hier die Wand mit den ganzen Loks, mit neuen Verpackungen. Super, super. Schön. Und das hat den großen Vorteil, dass wir, wenn wir dann hinterher nachsortieren müssen, die Frau Siegel mit ihren Mitarbeitern kann dann problemlos nachsortieren. Hallo, die Damen. So, das sieht ja ganz gut hier schon aus. Sie bemühen sich, das ist gut. Das ist doch gut, wenn man aufgeregt ist, dann wird das schon funktionieren alles. Wenn man nicht aufgeregt ist, dann ist das nicht gut. Ist ja wichtig für uns, der Toft. Also dann, viel Erfolg. Und die Damen bereiten alles für die Tombola vor. Frau Ganzler, Frau Sindel. Okay. Und überall kommen Nummern drauf. Und die Hauptgewinne? Die Hauptgewinne, die sind noch unter Verschluss. Okay, gut. Super. Und hier auch ein Blick hinter die Kulissen. Das ist die Decke vom Flagship Store und da werden in den nächsten Wochen und Monaten noch Büro eingerichtet. Und hier steht jetzt erst nochmal Testanlage für G. So sieht es von oben aus. Ja, das war's dann von dem Rundgang und dann freuen wir uns alle auf das Kommen unserer Pico-Gäste. So, ich hoffe, es hat gefallen. Kurzer Einblick. Würde mich freuen, wenn wir uns dann also am Samstag sehen. Wünsche Ihnen noch zwei schöne Tage und dann tschüss.